Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Ich hatte euch beim letzten Mal versprochen, hier im Videoreisetagebuch. Heute aus meinem Keller, aus meinem Studio, ist Stefan da. Stefan, ihr kennt ihn wahrscheinlich noch, vertritt Brettspielen.köln, ist direkt aus Köln angereist. Er war jahrelang bei mir auf dem Kanal als liebevoller Gast. Stefan, erzähl ein bisschen was über dich, ganz kurz. Hi, ja, ich habe den Nils besucht. Ich freue mich da immer sehr, den Nils zu besuchen. So, der spaßige Nils Nerdkeller abzuhängen. Nerdkeller? Nerdkeller. Es ist okay. Im Keller und die hängen Nerds ab. Es ist ein Nerdkeller. Okay. Oder? Ja, ich falle dir nicht mehr ins Wort, habe ich gerade beschlossen. Bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Ja, wir haben ein paar Spiele gespielt. Klar. Was sollen wir sonst machen hier? Ja. Dann lass doch mal ihm erzählen. Wir haben, als erstes haben wir Dizzle gespielt. Dizzle, ja. Und danach haben wir Runestone gespielt. Löw ist auch da und ist auch vorbeigekommen. Moin. Ach, wir haben den aber rausgeschnitten, weil den will ja keiner sehen. Und das haben wir schon mal so gespielt. Ja. Aber heute wollen wir über was anderes reden. Heute, weil ich schon so lange nicht mehr dich vor der Kamera hatte, wollte ich gerne mal hören, was ist so im letzten halben Jahr, was sind so deine Highlights? Früher hast du ja total auf hochqualitative Spiele gestanden, wo richtig Material drin war. Auch gerne mal ein bisschen Brecher. Aber sobald Xia of the Legend Drift System, far off gehend, Cody heißt der, glaube ich? Ja. Entweder Cody oder Jamie und du hattest schweißnasse Hände. Ich hab's gekauft, genau. Ja. Was ist aktuell so bei dir? Also du gibst mir wieder die Gelegenheit, Xia zu wählen, ja? Nein, diesmal nicht. Tatsächlich aktuell. Xia, oder? Aktuell hoch im Kurs on the Underground. Die Neuauflage von Underground. Dieses schicke Spiel, in dem du in London die U-Bahn-Linie ausbaust und Passagiere an bestimmte Punkte fährst. Ah. Kam jetzt vor kurzem via Kickstarter ausgeliefert. Ist ein schönes Spiel mit schickem Material. Ist ein richtiger Hirnbrecher. Oh ja? Ja, also du sitzt, wenn du zu zweit dran sitzt, dann spielt es noch ganz flott. Wenn du zu viert dran sitzt, dann dauert es länger und du musst dir jeden Schritt überlegen, weil du mit dem, was du machst, auch deinen Mitspielern Punkte gibst. Und manchmal bekommt nur dein Mitspieler Punkte und du gar nicht. Okay. Aber wir spielen es gern, wir spielen es oft und wir spielen es mit verschiedenen Mengen, Menschenmengen, Gruppen. Und es macht tatsächlich auch mit zwei, drei Spielern noch Spaß. Mit vier und fünf wird es dann echt langatmig und langwierig. Und ich höre daraus, dass du immer noch die Knobelspiele, die etwas härteren, gerne spielst. Immer noch, auf jeden Fall. Ich bin ja so ein bisschen geschiftet, muss ich sagen. Ja? Ja, ich habe hier heute so aus den letzten Wochen und Monaten meine Highlights rausgeholt und ich habe gerade mal geguckt, alle meine Highlights, die ich gleich mal einmal in die Kamera halten werde, sind alle einfachere Spiele. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Also sehr, sehr gerne spiele ich Team 3 immer noch. Kennst du das schon? Nein. Man ist Architekt und man spielt im Team. Einer darf nichts sehen, der andere nichts hören, der dritte nichts sagen. Ja, ja. Okay. Und dann muss man ein 3D-Team zusammenbauen. Ganz, echt ganz witzig. Schnell in 10 Minuten durchgezockt die erste Runde und man macht eigentlich 5, 6, 7 Bauten, weil es cool ist. Einfach. Dann ist sicherlich eins meiner absoluten Highlights QE. Sagt dir QE was? Kenne ich nur aus James' Videoblog. Hat Jamie darüber? Ja. Ja? Tatsächlich. Und was sagt er? Ja, er ist begeistert davon. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin auch begeistert davon. Es geht ja darum, dass die Weltwirtschaftskrise war, Lehman Brothers ist pleite gegangen und jetzt drucken die Zentralbanken Geld ohne Ende und man kann so viel Geld ausgeben, wie man will. Der das meiste Geld ausgibt, ist leider raus und in der Regel der die meisten Punkte kriegt, wofür kriegt man Punkte für Einkäufe in der Regel? Also der das zweitmeiste ausgibt, ist meistens hoch dabei, muss er aber nicht. Weil es ein Beatspiel ist, ein geheimes Beatspiel ist es nicht so. Ja, und auch ein bisschen älter, mit meinen Kindern spiele ich auch total gerne Draftosaurus aktuell. Süße kleine Dinos, wer macht, baut nicht gerne den Jurassic Park nach. Das ist natürlich auch irgendwie richtig cool. Und wie man schon sieht, ich spiele im Moment lieber so einfache, schnelle Spiele. Die gehen schnell durch, da schafft man dann noch drei oder vier und man lacht dabei und redet einfach mehr. Das ist gut. Wir sitzen, wenn dann zusammen, tatsächlich für ein Spiel und dann auch für ein großes Spiel und dann darf es auch mal 2 Stunden dauern, auf 3 Stunden dauern und dann war es okay. Okay. Das passt aber so ganz gut.
Aber du hast immer noch regelmäßig alle zwei, drei, eine Woche. Also wir haben tatsächlich so mehrere Runden, die sich so einmal im Monat, diese typische einmal im Monat Runde und davon drei oder vier und die verteilen sich schön auf so einen ganzen Monat. Ja, ist schön. Kommst du jede Woche mindestens an ein bis zwei Termine. Ja. Gibt es da irgendwie so eins, bei mir ja nie, aber bei dir irgendwie, was sich so quasi auch schon ewig hält? Ja, wir haben angefangen mit einer 6-Spieler-Runde Charterstone. Haben Charterstone durchgespielt und spielen jetzt quasi. Das damals. Genau. Wir nennen die Runde immer noch intern Charterstone-Runde, obwohl wir schon alle möglichen anderen Spiele gespielt haben und die läuft schon seit knapp 2 Jahren. Hast du mal Rise of Queens probiert? Nee. Das fand ich auch ganz gut. Ja? Ja? Nee, kam ich nicht dazu. Haben wir nicht probiert. Aha. Im Moment aktuell ziehen wir mit unserer sogenannten Charterstone-Runde gerade alles durch, was so mit 4, 5 und 6 Spielern geht, weil was. Leider nicht schaffen, dass alle Mitglieder gesund sind. Ja, das stimmt. Irgendeiner rotzt immer rum. Okay. Genau. Ja, das. Eigentlich ist das schön, wenn man so ein Spiel hat, was häufiger auf den Tisch kommt, ne? Wir versuchen es mit Size, mit der Runde. Und? Ja, wir arbeiten dran. Ist aber auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, das hat es verdient. Das hat, wie der Amerikaner so schön sagt, das hat Beine, ne? Das hat Legs, also das. Kann man immer wieder auf den Tisch bringen. Ja. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du immer ständig neue fürs Publikum, immer ständig neue Videos produzierst und neue Spiele. Da musst du immer die neuen spielen. Aber es gibt auch trotzdem so ein paar, die sich jetzt bei mir hartnäckig halten, muss ich sagen. Das ist schön. Also auch dieses Diesel hier, so, das ist ja, glaube ich, jetzt ein Jahr alt oder sowas und ich aktuell peste ich jeden damit, dass er das mit mir 1, 2, 3 Mal spielen muss. Weil es einfach ist, für mich ist es so ein Feel-Gut-Spiel. Das spielt sich die ganze Zeit und geht schnell, ist in 20 Minuten durch, eine halbe Stunde, hat aber trotzdem für mich so genug Fleisch dran. Ja, man kann nebenbei quatschen. Das kann sich auch mal unterhalten dabei. Man muss nicht nur konzentriert aufs Spiel gucken. Dich habe ich auch gezwungen. Mich hast du auch schon gezwungen, ja. Und du hast mir auch schon direkt einen Block abgedrückt. Ja gut, das wer mit mir spielt, darf auch mal ein Goodie kriegen. Darf auch mal was mitnehmen, ne? Ja, dann sage ich nochmal schön, dass du hier bist wieder. Ich hoffe, wir sehen dich mal wieder in Zukunft, aber das kriegen wir hin, ne? Wir arbeiten dran. Essen oder wo sehen wir dich? Auf jeden Fall. Essen auf jeden Fall und dann gucken wir mal vielleicht zwischendrin. Du bist ja letztes Jahr zur Dice Tower Con geflogen. Nee, vor 2 Jahren schon. Oh, war schon 2018. Boah. Da wieder irgendwelche Pläne, zu einer amerikanischen Convention wieder zu fliegen? Dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr vielleicht. Und? Was? GenCon. Echt? Mhm. Kleiner Tipp von mir. Fliege ich lieber zu Origins. Ist ein bisschen smoother, ist ein bisschen entspannter. Ja, passt aber nicht in den Urlaubsplan meiner Kollegen. Ah, deine Kollegen. Aber. Ja. Manchmal muss ich auch mit Menschen nach. Ja, stimmt. Möchtest du noch was sagen? Es ist mir immer ein Vergnügen, hier zu sein. Sowohl hier live körperlich, als auch bei mir am Kanal. Auch wenn der Löw dabei ist, die alte Nervensäge. Der ist schlimm. Jetzt basht da noch einer. Der ist schlimm im Real Life. Ansonsten, ne? wir sehen uns hier auf dem Kanal wieder. Oder auf meinem Kanal oder auf unserem Kanal. Brettspielen.köln, ganz genau. Unsere Community ist ja groß und wächst und wächst und wächst. Ach, immer noch? Immer noch, ja, ja. Also man kann es nicht glauben. Es kommen immer noch Mitglieder dazu. Ihr wart doch schon mal letztes Mal bei 4,5 oder so. Nee, bei 2,5 sind wir im Moment aktuell. Ach, dann habe ich das. Aber aktiv und das nur lokal. Ja. Das ist schon wichtig. Gut, ja. Ansonsten, bis bald. Stefan, Brettspiel Köln. Und der Dicke. Ja, der Dicke ist übrigens nächstes Mal für euch schon in ein paar Tagen in Nürnberg. Video kommt aber erst, nachdem ich in Nürnberg war und danach kommt Cannes. Also das wird hier weiter auf dem Videoblog sein zu den anderen Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Nils. Tschüss.